Alles, was es zu den Simultanschussdrohnen zu wissen gibt, erfahrt ihr nach dem Intro. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr mir ein Like und ein Abo schenkt. Vielen Dank! Mit den Simultanschussdrohnen könnt ihr bis zu 3 Gegner gleichzeitig töten. Wenn ihr selbst noch einen Gegner ausschaltet, also den namensgebenden Simultanschuss nutzt, sogar 4 Gegner gleichzeitig. Die Simultanschussdrohnen haben eine maximale Reichweite von 199 Metern. Ihr könnt sogar Schwergewichte mit einer Simultanschussdrohne töten. Andere Drohnen können leider nicht anvisiert werden. Es können Gegner getroffen werden, egal wo sie sich aufhalten. Draußen, in einem Gebäude oder sogar in einem Fahrzeug. Um eine Simultanschussdrohne zu einem Gegner zu schicken, müsst ihr auf den Gegner zielen und die Ping-Taste oder die Taste zum Ausrüstung benutzen drücken. Genauso könnt ihr die Drohne auch wieder zurückholen, falls ihr sie doch nicht benutzen wollt. Um alle Drohnen auf einmal zurückzuholen, müsst ihr einfach nur eine andere Ausrüstung auswählen. Um die Simultanschussdrohnen schießen zu lassen, könnt ihr entweder die Taste zum Ausrüstung benutzen gedrückt halten oder selbst schießen. Im Koop kann jeder Mitspieler 3 Simultanschussdrohnen nutzen. So können insgesamt bis zu 16 Gegner gleichzeitig ausgeschaltet werden. Hat euch das Video weitergeholfen oder habe ich was vergessen? Schreibt's in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.